Eine Regenrinne ist gebildet aus einem Blech mit Breite 3L, das in drei gleich breite Teile gefaltet ist, wie unten angezeigt. Wie groß ist der Winkel Theta, durch den die Menge Wasser, die ein Stück mit Länge groß L diese Regenrinne fassen kann, maximal wird, ohne überzulaufen? Wie groß ist der entsprechende maximale Rauminhalt? Hier die Situation: Der Rauminhalt der Regenrinne ist gleich zu dieser angegebenen Länge groß L mal den Flächeninhalt groß A, Flächeninhalt von diesem Trapez. Wir können diesen Flächeninhalt verändern, indem wir den Winkel Theta verändern. Bemerken wir sofort, dass dieses Problem nur Sinn macht, wenn Theta sich zwischen 0 Radiant und Pi halbe Radiant befindet. Da die Länge groß L angegeben und konstant ist, können wir schließen, dass das Volumen der Regenrinne maximal wird, dann und genau dann, wenn der Flächeninhalt von diesem Trapez maximal wird. Also werden wir zuerst versuchen, diesen Flächeninhalt groß A als Funktion des Winkels Theta auszudrücken. Der Flächeninhalt von diesem Trapez wird berechnet durch kleine Basis plus große Basis mal Höhe geteilt durch 2. Also dieser Flächeninhalt groß A wird berechnet durch kleine Basis L plus große Basis, das ist L plus diese Distanz, die ich hier x genannt habe, plus diese Distanz, das ist auch x, mal diese Höhe h geteilt durch 2. In diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir sofort, dass x gleich ist zu L mal Cosinus von Theta und dass h gleich ist zu L mal Sinus von Theta. Also können wir x ersetzen durch L cos Theta und h ersetzen durch L sin Theta. L plus L, das macht 2L, so können wir hier 2L ausklammern und erhalten diesen Bruch. Den können wir kürzen durch 2, L mal L, das macht L Quadrat, und somit finden wir als A dieses Produkt, das ist effektiv eine Funktion von Theta. Halten wir diese Funktion A von Theta hier fest. Da wir von diesem Flächeninhalt ein Maximum suchen, berechnen wir die Ableitung von A von Theta. Die multiplikative Konstante L² fliegt aus der Ableitung raus, bleibt also abzuleiten dieses Produkt. Wir haben F mal G'. Das macht F', also minus Sinus von Theta, mal G mal Sinus von Theta, plus F, 1 plus Cos von Theta, mal G'. Sinus von Theta prim, das ist Cosinus von Theta. Und somit erhalten wir als Ableitung dieses Produkt. Wir sehen hier Cos Quadrat von Theta minus Sin Quadrat von Theta. Durch die entsprechende Verdopplungsformel macht das Cosinus von 2 Theta. Diese Ableitung von A von Theta ist also gleich zu diesem Produkt. Halten wir diese Ableitung hier fest. Jetzt suchen wir die Nullstellen von A' von Theta. A' von Theta ist gleich 0, dann und genau dann, wenn diese Summe 0 ist, denn L² ist streng positiv, L² ist nicht 0. Also ist A' von Theta gleich 0, dann und genau dann, wenn Cosinus von 2 Theta gleich ist zu Minus Cosinus von Theta. Minus Cosinus von Theta
ist gleich zu Cosinus von Pi minus Theta. Und somit haben wir die trigonometrische Grundgleichung Cos gleich Cos. Da Theta sich zwischen 0 und Pi halbe befinden muss, können wir aus dieser Gleichung schließen, dass 2 mal Theta gleich ist zu plus oder minus Pi minus Theta. Wir haben also zwei Fälle, den ersten mit plus und den zweiten mit minus. Mit plus finden wir 2 mal Theta gleich Pi minus Theta oder auch 3 Theta gleich Pi, also Theta gleich Pi Drittel. Mit minus finden wir 2 Theta gleich minus Pi plus Theta, also muss Theta minus Pi sein. Der einzige besondere Wert zwischen 0 und Pi halbe ist also Pi Drittel. Somit können wir für die Ableitung von Theta diese Zeichentabelle erstellen. Der einzige besondere Wert zwischen 0 und Pi halbe, das ist Pi Drittel. A' von Theta ist gleich 0, wenn Theta Pi Drittel ist. Also tragen wir hier die 0 ein. Und dann überprüfen wir noch, was ist links von Pi Drittel und was ist rechts von Pi Drittel. Das schauen wir im trigonometrischen Kreis nach. Hier haben wir die 0 eingetragen. Jetzt nehmen wir einen Winkel Theta zwischen 0 und Pi Drittel. Dieser Winkel ist zu groß. Ich nehme ihn etwas kleiner. So zum Beispiel, dieser Winkel Theta befindet sich zwischen 0 und Pi Drittel. Wir erkennen deutlich, dass der Betrag von Cosinus von Theta streng größer ist als der Betrag von Cosinus von 2 Theta. Also muss diese Summe streng positiv sein, woraus wir schließen, wenn Theta sich zwischen 0 und Pi Drittel befindet, dann ist A' von Theta streng positiv. Jetzt nehmen wir einen beliebigen Winkel zwischen Pi Drittel und Pi halbe. Ich vergrößere also Theta ein wenig. Da ungefähr ist Theta gleich Pi Drittel. Ich nehme Theta etwas größer, so. Wir erkennen deutlich, dass der Betrag von Cosinus von Theta streng kleiner ist als der Betrag von Cosinus von 2 Theta. Und Cosinus von 2 Theta ist streng negativ. Daraus schließen wir, dass diese Summe streng negativ sein muss. Und diese streng negative Zahl mal diese streng positive Zahl ergibt für A' von Theta eine streng negative Zahl. Somit haben wir die Zeichenzeile für A' von Theta erstellt, aus der wir bezüglich A von Theta sofort diese Informationen schlussfolgern können. Da wo die Ableitung streng positiv ist, da steigt die Funktion. Da, wo die Ableitung streng negativ ist, da fällt die Funktion und bei Pi Drittel ist die Ableitung gleich 0, Tangente horizontal. Das bedeutet, dass die Funktion a von Theta beim Winkel Pi Drittel effektiv ein Maximum erreicht. Was also bedeutet, wenn Theta gleich Pi Drittel ist, dann ist der Flächeninhalt von diesem Trapez, also a von Theta, maximal, woraus wir wiederum schließen können, dass das Volumen der Regenrinne maximal wird, dann und genau dann, wenn Theta gleich Pi Drittel ist. Wir halten diese erste Endantwort hier fest. Jetzt noch die zweite Frage, wie groß ist denn der entsprechende Rauminhalt? Den finden wir, indem wir in dieser Formel das a ersetzen durch a von Theta und in a von Theta Theta durch Pi Drittel ersetzen. Somit erhalten wir also für Vmax das Produkt groß L mal klein l Quadrat mal 1 plus Cosinus von Pi Drittel mal Sinus von Pi Drittel. Der Cosinus von Pi Drittel, das macht ein halbes. Der Sinus von Pi Drittel, das ist Wurzel 3 halbe. Somit finden wir dieses Produkt
oder auch dieses Produkt, und letztendlich können wir daraus schließen, dass der maximale Rauminhalt gleich ist zu 3 mal Quadratwurzel von 3 mal die Länge groß L mal klein l im Quadrat geteilt durch 4.